Hallo und willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Horizon Chase Turbo. Diesmal mit dem Meister der Turniere. Mal sehen, wie doof ich mich hier anstelle. Frisco, steinige Straße. So, wir nehmen selbstverständlich wieder unseren Beetle, weil der einfach am besten in die Kurven kommt. Ich vergaß. Scheiße. Na, das war's ja dann mit dem ersten Platz. Thank you.
soll denn das? So, reicht trotzdem nur für den zweiten. Hollymut. So. Santiago. Wenn die mal nicht ständig nebeneinander fahren würden, hätte ich da auch eine Chance. So, da ist mir das Spiel nochmal abgeschmiert. Das stürzt anscheinend gerne mal ab. Aber Glück im Unglück war ja das erste Rennen dieses Turniers. Müsste ich das jetzt also nur noch mal spielen, bis ich hier 2 Runden oder so. Wurscht!
Mann. Im letzten Moment noch von Kühler gezogen. Die Sau. Das heißt, die gewinnen nicht, weil sie besser fahren, sondern weil einfach nur die KI einständig für die Schussstange fährt. Schafft der es, mich auszubremsen, indem er mir hinten reinfährt? Wie geht denn das? Ja, ich verliere, ich sehe es schon. Hab schon begriffen, Spiel. Oder auch nicht. So, Dynamitia. Ballon fest.
hinten ranrampeln und mich ausbremsen. Hochebene.
Die überholen mich und während sie mich von hinten anstupsen, bremsen sie mich aus. Das ist physikalisch unmöglich. So definiert sich also bei dem Programmiererteam hier der Schwierigkeitsgrad, dass sie einfach nur, egal von wo sie rempeln, einen ausbremsen. Bei Amateur rempeln sie weniger und da ist es auch logisch, wenn sie nämlich von hinten rempeln, beschleunigen sie einen und bremsen einen nicht aus. Und bei Profi hier, es ist egal, wo sie einen berühren, sie bremsen einen immer aus. Ganz schön beschissen programmiert. Was er dann? Oder auch nicht. So, jetzt muss ich nur noch gewinnen. Seht ihr, was ich meine, ja? Drei Autos stupsen mich von hinten an und ich verliere an Geschwindigkeit. Mist. Aber hat geklappt. So, sehr schön. Haben wir die drei? Machen wir die nächsten drei im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich.